Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Frage, was eigentlich eine Blockchain ist und welche Funktion sie erfüllt. Ganz allgemein gesprochen ist eine Blockchain eine auf vielen Computern gleichzeitig gepflegte, dezentrale Datenbank, in der Transaktionsdatensätze gespeichert werden. Sie können sich die Datenbank wie eine Kette vorstellen, die chronologisch um neue Datensätze, sogenannte Blöcke, erweitert wird. Ein neuer Block enthält nicht nur neue Transaktionen, sondern auch die Historie aller vorhergehenden Blöcke. So kann man genau nachvollziehen, wann welche Daten gespeichert wurden. Deshalb eignet sich eine Blockchain für Anwendungsgebiete, bei denen normalerweise ein Vermittler notwendig ist, also eine zentrale Vertrauensinstanz. Außerdem eignen sich Blockchains bei Transaktionen, die hohe Sicherheits- und Transparenzanforderungen haben. Eines der momentan bekanntesten Einsatzszenarien für eine Blockchain ist die sichere Übertragung von Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin. Schauen wir uns anhand von Finanztransaktionen nun einmal an, inwieweit sich die Finanzüberwachung mit einer Blockchain von der klassischen Finanzüberwachung unterscheidet. Hierzu ein einfaches Beispiel. Zunächst zur klassischen Überwachung. Wir haben 5 Parteien in unserem Finanzsystem. Als Startzustand haben alle Parteien 10 Euro zur Verfügung. Die Parteien sind aber nicht miteinander vernetzt, sodass keine der Parteien weiß, wie viel die anderen Parteien auf ihren Konten haben. Hinzu kommt eine zentrale Überwachungsinstanz in Form einer Bank, die die Konten verwaltet. Nun kommt es zu Transaktionen, in unserem Fall durch Überweisungen. Partei 1 kauft etwas für 6 Euro von Partei 2. Partei 1 teilt der Bank mit, dass sie 6 Euro von ihrem Konto auf das Konto von Partei 2 überweisen soll. Nun möchte Partei 1 noch etwas von Partei 3 kaufen, das 5 Euro kostet. Partei 1 fehlt also 1 Euro. Daher wird die Bank die Zahlungsanweisung von Partei 1 nicht annehmen, da das Konto nicht in ausreichendem Maße gedeckt ist. Die Bank als zentrale Überwachungsinstanz sorgt also dafür, dass die Marktteilnehmer vor Betrug geschützt sind. In einer Blockchain nehmen wir die zentrale Instanz heraus, vernetzen aber alle Marktteilnehmer miteinander. Die Überwachung findet hier nicht durch eine zentrale Instanz statt, sondern durch die Marktteilnehmer selber. Wir setzen in unserem Beispiel einmal wieder alles auf Anfang. Partei 1 kauft nun wieder etwas für 6 Euro von Partei 2. Diese Transaktion wird bei allen Parteien vermerkt. Versucht jetzt Partei 1 bei Partei 3 etwas für 5 Euro zu kaufen, wird die Transaktion abgelehnt. Der Vorteil an diesem Prinzip ist, dass es sehr schwer zu manipulieren ist. Bei einer zentralen Überwachungsinstanz muss lediglich diese eine Instanz manipuliert werden, um in das gesamte Marktgefüge einzugreifen. Bei der Blockchain in unserem Beispiel müsste Partei 1 4 weitere Parteien manipulieren, um beispielsweise sich selbst genügend Guthaben zuzuschreiben. Allein das erschwert Manipulation ungemein. Die Blockchain setzt aber noch einen obendrauf, denn es wird nicht nur der jeweilige Kontostand festgehalten. Zusätzlich wird auch eine Transaktionshistorie gespeichert. Das führt dazu, dass die Blockchain mit der Zeit immer sicherer wird. Denn je mehr Transaktionen gespeichert wurden, umso mehr Transaktionen müssen manipuliert werden, damit die Manipulation nicht auffällt. Und das muss nicht nur an einer Stelle, sondern bei allen Teilnehmern des Systems vorgenommen werden. Ansonsten hätten die anderen Teilnehmer eine andere Historie und die Manipulation würde sofort auffallen. Wie Sie sehen, hat eine Blockchain einige Vorteile. Sicherheit und Transparenz von Transaktionen und zum Teil geringere Transaktionskosten dadurch, dass ein Vermittler wegfällt. Dadurch sind sie auch außerhalb des Finanzmarktes für viele Unternehmen relevant und können neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Als Beispiel lassen sich hier die Smart Contracts anführen. Smart Contracts erlauben eine Automatisierung von Transaktionen nach gewissen Bedingungen. Ein einfaches Beispiel: Sie beauftragen eine Person, einen Online-Fragebogen auszufüllen. Hierfür soll diese Person mit 15 Euro vergütet werden. Mit Smart Contracts ist es nun möglich, dass die Zahlung automatisch erfolgt, sobald die Person den Fragebogen vollständig ausgefüllt hat. Aber natürlich hat eine neue Technologie wie die Blockchain auch ihre Nachteile. Je länger eine Blockchain wird, also je mehr Transaktionen durchgeführt werden, desto mehr Rechenleistung müssen die beteiligten Computer erbringen. Das führt neben möglichen Kapazitätsproblemen auch zu einem enorm hohen Stromverbrauch und je nach Quelle des Stroms auch zu einer höheren Umweltbelastung. Um diese Nachteile zu kompensieren, könnten auch in einer Blockchain Transaktionskosten anfallen. Bei Bitcoin beispielsweise gibt es bereits Transaktionskosten für jede getätigte Transaktion. Wir hoffen, wir konnten Ihnen das Thema Blockchain etwas näher bringen und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen.